Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch mal die Dinge, die ich euch empfehlen würde, was denn am besten ist, um Orbs abzugeben, bedeutet, welche Sachen ihr am schnellsten und in Masse bekommt, um dann eben die meisten Orbs rauszubekommen. Dafür teleportieren wir uns natürlich erst hier einmal zu unserem Orb-Händler. Hier haben wir natürlich auch den Verkäufer, der ist aber relativ irrelevant. Ich habe mir eine Liste gemacht und geschaut, was bringt denn wirklich am meisten Orbs für den Aufwand dahinter. Auf Platz 8 habe ich mir das Laub gesetzt. Das ist ja an sich auch schnell gefarmt. Man braucht dazu nur eine Schere, geht in die Farmwelt und tut halt das Laub farmen. Man bekommt pro Stück 20 Orbs, bedeutet pro Stack sind das 1280 Orbs. 20 Orbs sind natürlich nicht schlecht, aber sind jetzt auch nicht wirklich das Wahre. Denn auf Platz 7, das würde ich nämlich schon viel mehr empfehlen, ist nämlich Sand und Ton. Sand können wir für 20 Orbs verkaufen und Sandsteine für 30 Orbs. Da würde ich euch natürlich empfehlen, den Sand zu verkaufen, weil um Sandstein herzustellen, brauchen wir 4 Sand. Und das wären dann schon 80 Orbs und das lohnt sich dann einfach nicht für einen Sandstein. Ebenso roter Sandstein ist natürlich auch, also normalen Sand einfach so abzugeben, bringt viel mehr. Und Ton, den solltet ihr so abgeben, denn den gebrannten Ton bzw. den gefärbten Ton, den kriegt ihr ja gerade mal für 5 Orbs mehr, beziehungsweise manche sogar nur für 35 Orbs. Deswegen gebt ihr auf jeden Fall den rohen Flusston ab. Natürlich ist der noch ein bisschen schwieriger zu farmen, da man den ja unter Wasser farmen muss. Deshalb würde ich da auch eher auf den Sand tendieren. Den kriegt man eben mit Orbschaufeln oder den Adventure-Zeug eben auch nun besser. Platz Nummer 6 ist tatsächlich Glas. Da haben wir natürlich hier pro Glasstück 30 und pro Sand haben wir hier 20. Bedeutet, ihr braucht natürlich dann noch den Farbstoff dazu, aber ihr bekommt dann eben nochmal 10 Orbs mehr pro Stück. Jetzt kommen wir unter die Top 5, was ich wirklich jetzt wirklich empfehlen würde, auf jeden Fall zu machen. Und da haben wir unter anderem auf Platz 5 Eis. Vor allem Packeis bringt 100 Orbs pro Stück. Das Ding ist, ihr müsst erstmal ein Biom finden, um das eben abzubauen. Dann geht das natürlich mit einer Orbspitzhacke noch viel besser. Normale Eisblöcke, ja, 20 Orbs, das ist im Gegensatz zu den 100 einfach fast nichts. 6400 Orbs pro Stack und dafür, wenn ihr so ein ganzes Biom abfarmt, da habt ihr schon mal gut was zusammen. Auf Platz Nummer 4 habe ich das Nether-Zeug. Hier gibt es natürlich noch Wither-Köpfe. Da müsst ihr euch natürlich erstmal eine Farm bauen und dann eben hoffen, dass sie auch so funktioniert. Da kriegt ihr 55.000 pro Kopf, das ist natürlich gut. Oder Nether-Sterne für 175.000. Aber obwohl, wenn man jetzt das mal hochrechnet, ich würde sogar sagen, beschwört er lieber den Wither und bekommt Nether-Sterne, weil die bringen dann mehr Orbs. Aber wenn wir jetzt hier nicht sowas Hochgradiges verkaufen, würde ich euch nämlich empfehlen, den Nether-Quarz-Erz abzugeben. Ihr braucht dafür am besten eine Dia-Spitzhacke, Effizienz, 5, Haltbarkeit, Behutsamkeit. Das Quarz-Erz abzugeben ist das Sinnvollste, denn für Quarz-Erz kriegt ihr 80 Orbs mehr. Und aus so einem Ding bekommen wir hier eben 20 Orbs oder 40. Deshalb lohnt sich es hier am meisten, den Quarzerz abzugeben. Platz Nummer 3, worauf ich mich auf meinem Kanal auch schon des öfteren Videos zugemacht habe, sind die Rohstoffe und Erze. Hier haben wir natürlich die ganz normalen Erze, zum Beispiel Diamanten und Smaragde bringen natürlich am meisten. Aber eben diese Roherze, die bringen natürlich am meisten, vor allem hier Smaragd und Diamanten. Das sind halt die, die es am seltensten gibt. Aber die bekommen wir eben auch relativ schnell in Masse durch die ganzen Cobble-Farms, die ich ja auch auf meinem Kanal schon vorgestellt habe. Schaut euch da am besten mal die Videos auf meinem Kanal um. Da gibt es zum Beispiel eine Farm, da bekommt ihr auf und sowas. 3 Millionen Orbs pro Stunde kann ich nur empfehlen. Und zu dieser Farm gibt es dann natürlich auch Stein, wo ihr aktuell hier durch den gefallenen Preis, die resettet sich immer um 18 Uhr, also solltet ihr da schnell den Stein verkaufen. Aber kommen wir auch schon zu Platz Nummer 2. Das habe ich in letzter Zeit schon etwas weniger gemacht. Und zwar Prismarin. Prismarin ist wirklich Platz 2. Ihr bekommt den natürlich auch durch Spawner, ganz easy. Und für einen Stack Seelaternen, beziehungsweise nicht für einen Stack, sondern für ein einziges Stück, bekommt ihr 180 Orbs. Ist natürlich viel leichter als Packeis zu farmen. Bekommt ihr natürlich dann nicht in Menge wie in einem ganzen Biom. Aber pro Stack 11.500, das ist schon mal was. Und allein die ganzen anderen Prismarinen,
Der ist jetzt so 40, aber dunkler Prismarin, da braucht ihr noch Tintenbeutel. 80 Orbs geht auch völlig klar. Und Platz Nummer 1 sind natürlich die sonstigen Dinge. Spawner, Dracheneier, Leuchtfeuer, Endsteine oder Clownfische geben sogar auch 500 Orbs, genauso wie Kugelfische. Trichter, weiß ich nicht, würde ich nicht abgeben. Seerosen und Spinnnetze würde ich jetzt auch eher weniger empfehlen, aber das ist auch so ein Ding. Hier bekommt man natürlich am meisten Orbs, aber wirklich empfehlen, das zu verkaufen, würde ich auch nicht. Mit was verdient ihr aktuell am meisten eure Orbs gerade? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und falls ihr keine weiteren Griefer Games Videos verpassen solltet, tut auf jeden Fall diesen Kanal kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren. Jeden Dienstag 17 Uhr gibt es hier ein neues Video. Und Freitag bis Sonntag jeweils um 21 Uhr gibt es hier ein neues Short zu den ganzen Griefer Games News. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst gerne eine Bewertung aufs Video da. Haut rein und ciao, Leute.